Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier die Blessim Splendist Summer Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese mega coole Tasche reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Normalerweise kostet die 49 Euro und hat irgendwie auch einen Warenwert von fast 270 Euro. Und ich habe da ja ein Abo am Laufen, konnte dementsprechend 15% sparen. Da kommen aber auch noch ein bisschen Versandkosten drauf. Naja, ich habe da irgendwie auch so meine, ja auch fast 49 Euro für bezahlt quasi. Also man spart sich mehr oder weniger die Versandkosten. Egal, trotzdem. Ich habe Bock auf die Produkte, die waren auch online abgebildet, sodass man halt nicht unbedingt die Katze im Sack kauft, ne? Und ich stehe also voll auf diese Tasche schon mal. Die finde ich sehr, sehr hübsch. Ist jetzt nicht so einbruchsicher in Anführungsstrichen, aber es ist halt eine schöne Strandtasche, ne? Also da muss ich sagen, finde ich die ganz süß. Du hast ja auch so diese Henkel und auch die Tasche hat echt einen Wert, ne? Das muss man wirklich sagen. Die fühlt sich auch ganz gut an, auch wenn man hier so bei diesem Bastgedönsen den ein oder anderen losen Faden findet. Ja, aber der liegt einfach nur lose auf, keine Ahnung. So schaut auf jeden Fall diese echt coole Tasche aus. Das ist auch schon direkt das erste Produkt. Ich mag die, da geht auch gut was rein. Vielleicht so eine gute Shoppingtasche oder sowas. Ich finde die schön. Also war auch online zu sehen, was das für eine Tasche dieses Mal ist. Und ich mag die sehr gerne leiden. Falls ihr Bock generell auf die Blessim Box haben solltet, könnt ihr mit Blessim Claudine ein bisschen sparen. Das ist mein Rabattcode, den ich da habe. Denn ich habe auch zusätzlich zu diesem ganzen eigenen Gedönsen, was ich da auch mitmache, eine Kooperation am Laufen. Ne? Ich setze euch dazu den Link in die Infobox. Mensch, und ich möchte mit euch in diese Box reingucken, in diese geile Bag. Und die schließt mit so einem Druckknopf quasi, ne? Easy peasy. Und das ist witzig, okay. Hier ist gut was drin, ihr habt es ja eben auch schon gesehen. Da habe ich zuallererst von Pomelo und Co. finden wir jetzt ja auch mittlerweile in der Drogerie. Die Peach Colada Ultra Moisturizing Hair Mask mit Mango, Samenbutter und Shea Butter. Genau, das sind ja diese abgefahrenen Masken, die wirklich auch relativ lange einwirken müssen. Wobei hier steht 10 Minuten. Ja, also ich habe das halt immer so gemacht, dass ich, 30 Minuten, siehst du? Oder? Ja, nach 30 Minuten auswaschen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich mir die halt vorm Haare waschen in die Haare gegeben habe. Und das macht auch wirklich, muss ich sagen, eine ganz gute Feuchtigkeitsunterstützung für die Haare. Ich fand es aber ehrlich gesagt dann in der Anwendung manchmal etwas umständlich. Ne? Aber das muss man einfach für sich selber entscheiden, wenn man halt richtig eine richtig trockene Haargeschichte hat. Gerade jetzt im Sommer kommt das ganz gut, kann ich mir vorstellen, dass viele sich da auch drüber freuen. Und das ist ein cooles Produkt hier tatsächlich sogar drin. Dann haben wir hier von Respire Après Soleil Naturel Natural After Sun. Das ist eine Light and Fresh Texture. Ah, da weiß ich schon genau, wer sich darüber freuen wird, wobei ich persönlich sowas auch richtig gut finde. 200 Milliliter haben wir hier drin. Das ist einfach eine Bodylotion, die man sich auftragen kann, wenn man halt einen Tag im Garten verbracht hat. Oder ne, wie auch immer draußen die Sonne getankt hat, wobei wir jetzt aktuell noch nicht so viele Sonne haben. Aber manchmal, siehe 90er Festival in Oberhausen, kommt auf einmal die Sonne raus und man ist überrascht. Sehr überrascht, genau. Und da kann man sowas ganz gut gebrauchen. Ich verwende sowas im Sommer, aber tatsächlich auch ganz normal als Bodylotion. Einfach, weil ich das sehr gerne mag. Ich mag diese Texturen davon und so. Ich mag das ja zum Beispiel auch von Dalton super gerne und habe da auch schon immer wieder was aufgebraucht, ne? Nun, dann habe ich hier als nächstes von La Canopée ein Concentrated Sun Serum mit Q10 Boamera Neroli, 15 Milliliter. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, was das sein soll. Q10 ist ja quasi das Coenzym Q10, was dann mit dem hauteigenen Q10 kommuniziert, um die Zellregeneration anzuregen. Und du machst die 1 bis 2 Tropfen direkt into your day or night care, also direkt in die Creme mit reinmischen. Okay, be careful with light colored clothes. Ja, also das färbt dann auch wohl ein bisschen. Muss man einfach schauen, das ist halt wie so ein kleiner Selbstbräuner, den man halt mit reinmischen kann, glaube ich. Ne? Also das, und dann halt noch zusätzlich mit Q10, Boamera und Neroli, oder vielleicht ist das Boamera auch das, was es quasi färbt, weiß ich nicht. Kann man definitiv machen. Also ich kann euch das auch empfehlen, zum Beispiel in die Bodylotion mit reinzumischen für die Beine. Wenn ihr da so ein bisschen denkt, Mensch, sind schon sehr durchsichtig, könnte man nachlegen. Ich habe durchsichtige Beine und ich lasse sie, wie sie sind, ganz ehrlich. Mir ist das mittlerweile alles zu umständlich. Ich habe so oft meine Laken ruiniert und nein.
Mache ich nicht mehr. Dann habe ich als nächstes ein Produkt von Sophia und Mabel hier mit drin. Das sind 5 Gramm Ouya Blushing and Creamy Blush Stick. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch habe. Wenn nicht, dann habe ich den schon mal getestet und fand den nicht so gut. Ich habe nicht wirklich Erinnerungen daran. Blossoming ist die Farbbezeichnung. Ich weiß nur, dass diese Marke relativ hochpreisig ist, aber die Verpackung mich an Essence erinnert. Das ist irgendwie jedes Mal so der Fall. Und ja, so schaut das aus. Genau, das war so ein Blush-Lighter, ne? Genau. Ja, nee, den habe ich mal verwendet und habe ich dann aussortiert. Der hat ein bisschen farbtechnisch was von Nars Orgasm, weil der halt diese goldenen Sprenkel da mit dabei hat. Hat diesen Peach-Ton, was wahrscheinlich viele auch feiern werden, ne? Ja, brauche ich jetzt tatsächlich so nicht unbedingt, weil wenn ich halt den auftrage und mich dann abpuder, dann ist meistens, abgesehen von dem, den ich heute drauf habe tatsächlich, der Blush dann recht schnell schon wieder verschwunden. Klar kann man das ganz gut verwenden, um das Ganze haltbarer zu machen, weil du, wenn du sowohl Creamy als auch Powder Textures verwendest, erhöhst du natürlich die Haltbarkeit von deinem Make-up und ja, alles hält einfach besser. Wenn du jetzt wirklich mal eskalativ Party machen gehst oder auf eine Hochzeit gehst oder so, kann ich das nur empfehlen. Ja, ne? Also bei mir hat er meines Wissens nach nicht so den guten Eindruck hinterlassen. Natürlich haben wir allerhand ja so Sonnenprodukte auch drin enthalten. Sacha Huan, spricht man das so aus, Hair in the Sun Hair Protecting Cream, 100 Milliliter sind hier drin, also das ist wie so eine Sonnencreme für die Haare, was glaube ich ganz gut sein kann. Also ich merke es halt so insofern, dass meine Haare von der Sonne geschädigt werden, dass sie im Sommer, man sieht es vielleicht auch, ne, die werden halt heller, wenn die mit Sonne in Kontakt kommen. Ich habe halt naturblonde Haare und die werden halt richtig von der Sonne gebleicht. Wenn man gefärbte Haare hat, will man das wahrscheinlich eher weniger und es könnte da auch gegebenenfalls passieren, dass sie sich in eine Haarfarbe verändern, die man nicht unbedingt tragen möchte. Und da kommt es eigentlich ganz gut. Ja, also ich verwende sowas halt nicht für meine Haare, was ich definitiv mal bräuchte. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nichts, was man da machen kann. Ich brauche eigentlich einen Lichtschutzfaktor für meine Kopfhaut und ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, da gibt es wirklich nur einen Hut, ne? Genau. Und das hier, nö, brauche ich jetzt so nicht. Klar, würdest du das verwenden, brauchst du dann weniger sowas zum Beispiel, weil deine Haare dann natürlich auch gestärkt werden. Macht durchaus Sinn. Ja, Banana Beauty ist hier auch am Start. Da haben wir einen Monolidschatten drin enthalten. Das ist dieser hier. Das hatte ich auch auf dem Bild gesehen. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, boah geil, ein Bronzer von Banana Beauty, finde ich ja voll cool. Nee, es ist nun leider ein Monolidschatten. Nun, ja, das ist so ein schimmerndes Braun in der Farbe Cha-Cha-Chai. Genau, das ist aber auch wirklich ein relativ großer Monolidschatten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ja, ist solide, ne? Ist ein schöner Ton, den man auch sicherlich sehr, sehr gut mono tragen kann. Das habe ich jetzt öfters auch schon mal bei Nicole gesehen, Chiquitas Place. Die arbeitet ja auch mit Banana Beauty zusammen, dass sie sich das einfach so auf dem Lid verteilt. Vielleicht ein bisschen Bronzer in die Lidfalte und dann bist du wirklich easy und ready to go. Ja, nö, nicht ganz so mein Vibe, ne? Da verwende ich dann vielleicht einfach so ein bisschen mehr noch. Aber ich glaube, für den Alltag ist es ganz gut geeignet. Dann haben wir hier drin ein großes Produkt von Hello Body. Oh, ein Self-Tan-Mousse. Ich hatte nicht tatsächlich gesehen, das sind 2 Self-Tan-Produkte, Claudi, ne? So viele Self-Tan-Produkte drin haben, ist aber passend zur Box tatsächlich. 200 Milliliter sind hier drin und ich wusste auch nicht, dass Hello Body sowas herstellt. Ist das ein ganz neues Produkt? Die haben ja auch so ein bisschen was an ihrer Firmenphilosophie geändert. Weiß ich jetzt so nicht. Ach so, es wird auch immer mal wieder gefragt, wie sieht das hier eigentlich aus mit MHDs? Wenn ich hier irgendwas sehe, dann sage ich euch Bescheid. Aber da steht überall nicht wirklich was drauf, ne? Nee. Hier, Februar 2026 haben wir bei dem Produkt, also das ist noch ein ganzes Weilchen hin. Hat man vielleicht manchmal so auf dem Tubenfalz stehen, aber da steht jetzt so nichts drauf. Nö, ja, also, ne, wird dann auch sehr wahrscheinlich weiter wandern, aber ich glaube, viele freuen sich darüber, dass man das einfach auch mal ausprobieren kann. Interessante Geschichte. Ich persönlich habe halt am meisten mich hier drüber gefreut. Ne, das sind hier so Ohrringe. Die sind auch meistens, wenn wir die halt in diesen Boxen von Blissim finden oder halt auch in den Sondereditionen, echt von guter Qualität. Also da kann man echt gut was mit anfangen. Und da hat sich für mich einfach die Box schon direkt gelohnt, muss ich sagen, weil ich die sehr, sehr hübsch finde. Und ja, das sind halt so Ohrstecker, was ich auch ganz praktisch finde. So schauen die aus.
Und hier hinten ist auch noch so ein bisschen was dazu beschrieben, halt auf Französisch. Aber da steht, glaube ich, nichts zu denen hier quasi. Da ist halt nur so eine Zeichnung nochmal zu den einzelnen Komponenten von den Ohrringen. Das scheint wohl eine schöne Bedeutung zu haben. Ich finde sie einfach hübsch, ne? Also ich freue mich drauf, die zu tragen. Das ist so richtig mein Vibe. Ich mag auch gerne, also ich trage jede Farbe von Schmuck, da bin ich ganz entspannt. Dann haben wir hier noch drin von La Rosée ein Deo. Und zwar, das finde ich auch gut, weil ich brauche mal wieder so eins für den Abend. Ich habe jetzt halb aufgebraucht, das was bei mir steht. Das ist ein hochdrückbares, weiß ich gar nicht, Nouveau-Stick Rechargeable, wieder aufladbar. Okay, kannst du dir wahrscheinlich nachkaufen, wa? Oh, das riecht sehr, sehr angenehm. Das ist halt so ein Stick, ne? Nach dem Duschen mache ich mir gerne immer so ein Deo halt drauf. Und ich erinnere mich an dieses La Rosée-Produkt, wo wir alle diesen Maskenstick halt auch in der Blissin-Box so häufig drin hatten. Da konntest du echt, also, da kannst du eine Mauer mitbauen irgendwann. Das war ein bisschen viel. 50 Milliliter haben wir hier drin. Auch hier kein MHD aufgeführt. Aber das wird demnächst auf jeden Fall in Anwendung genommen. Freue ich mich drüber. Und das letzte Produkt hier ist von Polisian. Chloran. Eine Creme Solaire Sublime. Otamanu Bio Eau Monoir. Oh, fürs Gesicht. Aber hier steht nicht drauf, wie hoch der Lichtschutzfaktor ist. Doch, 50 plus. Oh, schön. Das finde ich klasse. Vor allem, wenn das der Duft ist. Oh, das freut mich ja, ne? 50 Milliliter haben wir hier drin. Waterproof. Finde ich sehr charmant. Das finde ich richtig, richtig cool. Also hier sind ein paar Produkte drin, die wirklich auch für mich so Highlight-Produkte sind. Manche, die ich persönlich jetzt für mich nicht so sehr verwende, aber das ist ja nicht schlimm. Die kann man ja entsprechend weitergeben oder so. Und dafür hat man ja auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Großen und Ganzen. Ich finde schon, dass die Box sich lohnt oder die Tasche, sofern man ein paar Produkte davon auch generell sowieso schon haben wollte. Es kann natürlich auch sein, dass du hier alle Produkte von feierst, weil das ist halt so eine perfekte Sommerbox, ne? Kann man nicht anders sagen. Und ich finde, die ist schön gestaltet. Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja. Ihr Lieben, das wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.